Ich weiß, dass sie von Virus war, aber wie hieß sie denn überhaupt nochmal? Okay, Yeespace hieß sie. Speed up. Wow, das ist sogar wieder eine Demo-Strecke. Aber die hat über 750 Koppers, oder 59? Ich glaube, 950 war die Demo-Limitierung. Aber naja, vielleicht hatte die Demo vom Add-on mehr Koppers gehabt. Keine Ahnung. Ist das überhaupt die von der Extreme, die Demo? Muss es ja auch dann die roten Dinger gegeben haben, ne? Demo. Gibt's sowas heute überhaupt noch? Ich glaube tatsächlich ja, ne? Es gibt teilweise noch Demos, aber meistens ist es ja so, dass die Demos mehr oder weniger die Vollversion sind. Das heißt, wenn du das Geld bezahlst, musst du das Spiel nicht nochmal extra runterladen. Roy Fire. Ja, und nach einer halben Ewigkeit muss ich auch mal feststellen, von wegen so, dass einige Sachen an meinem paar zwei, drei Strecken nicht mal gemacht habe, gut waren, aber auch, ja, ein paar nicht so gut, ne? Mit dem Alter kommt die Erkenntnis. Aber naja, wann habe ich die gebaut? Boah, pff. Ich glaube, da habe ich noch Fernsehen geguckt. Okay, ich bin zu schnell, ich bin zu schnell. Oh, eins Profi, ey. Toll. Genau auf die Ecke raufgefahren, wo ich nicht wieder raufkomme. Ich will mich aber nicht neu starten. Das kostet Zeit. Oh, ich bin doof. Ich bin doof. Ja, eigentlich sollen die Dinger dich aufhalten. Ja, ich weiß. Ich habe das System ausgedribbelt, denn ich weiß, wo die Dinger beschleunigen und wo nicht. Ja, ich werde jetzt dann noch einen Super-Rekord. Das ist ein Plus-Turbo, ich glaube ja, ne? Ich dachte schon, der guckt zur anderen Seite. Das scheint aber fast tatsächlich das Einzige zu sein, was es irgendwie jetzt mehr in der Demo gibt, oder? An Bauteilen nur die roten Teile. Sonst alles andere ist Standard-Demo. Warum sind die überhaupt drin? Hab ich die damals. Ach nee, ich sage ja, ich habe die irgendwie random damals runtergeladen. Teilweise nach Bewertung und teilweise habe ich die einfach geordnet nach, ja, wie neu die waren zu dem Zeitpunkt, ne? Und neu. Neu war 2005? Ja, 5, glaube ich, ne? Irgendwo habe ich die originalen CDs noch, wo ich den Kram runtergeladen habe. Und eigentlich wollte ich auch Trackmania Exchange runterladen oder beziehungsweise da alles runterladen oder archivieren, weil ich nicht sicher bin, wie lange die Karte jederzeit noch existiert. Vielleicht gibt es sie in 20 Jahren auch noch. Ja, vielleicht. Vielleicht gibt es sie auch schon seit einem Jahr nicht mehr. Hallo? Jetzt habe ich keine neuen Trackmania-Folgen mehr. Kann ich keine neuen Trackmania-Folgen mehr machen? Weil, ja. Wenn ich alle Strecken selbst bauen müsste, die ich hier spiele, und dann daraus ein neues Bild zu machen, dann, das dauert aber Ewigkeiten dann. Bis ich eins fertig habe. Außer ich baue katastrophale Kackstrecken. Oh, dann kack ernst. The Bombe, Charlie. Hier musst du auch wieder genau richtig fliegen. Keine Geschwindigkeit verlieren. Mal ein bisschen zu viel, ey. Das reicht schon nicht. Ah, echt, du musst perfekt fahren. Und das soll ich mit meinem 20 Jahren alten Logitech-Controller machen. Aber ich kann damit immer noch besser fahren als mit einem Xbox-360-Controller. Jetzt habe ich die Kurveschärfe genommen. Ja, das reicht auch. Okay. Guck mal, ja, dann habe ich auch genug Geschwindigkeit, um darüber zu kommen. Toll. Und dann bist du zu lang, doch wieder zu schnell für den nächsten Tunnel. Da gehe ich mal von aus. Vielleicht kann auch sein, dass ich da über sollte. Ich habe keine Ahnung. Bin aber auch irgendwie schlechter geworden, glaube ich. Kann aber auch täuschen.
Ah, ich glaube, das war furchtbar, das war furchtbar, das war furchtbar, das war furchtbar. Ich bin wieder zu langsam. Ah, ja, ich bin nicht. Jetzt bin ich definitiv zu langsam, falls... Okay, ich habe Glück gehabt. Super, und ich fahre gegen die Wand. Hab's ja die Strecke noch so gebaut, dass ich mich auch zurücksetzen dürfte. Ich glaube nicht. Scheint auf jeden Fall nicht so. Wenn ich mich jetzt zurücksetze, wahrscheinlich ist es dann auch geplant, nach rechts zu fahren. Oder sollst du trotzdem darüber? Wenn ja, das wird nichts. Doch, wow, wirklich, ohne Scheiß. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es funktioniert, wenn ich mich einfach zurücksetze. Bestimmt nur, wenn deine Winkel perfekt ist, ne? Ja, und du nicht gegen das Schild donnerst. Mann, bin ich gut. Okay, du kannst auch kürzer geradeaus fahren, aber ja. Ich hätte nicht gedacht, dass er auch den Tunnel ausbaut. Ich hätte einfach gedacht, der wäre einfach Ende gewesen. Ende Gelände. Okay, bis jetzt ist die Strecke ja relativ interessant und ich bin ein bisschen zu doof für die Strecke. Und du musst die eigentlich fast perfekt fahren. Ja, danke. Gut, Ziellinie erreicht. B2. Toller Name. Bay, Gott, was habe ich über komische Musik drin gehabt? Noah. Guck mal, ich muss mal wieder reinkommen mit dem Wagen hier. Der lenkt sich ja ganz anders. Stimmt, der lenkt sich so ganz schnell so ungefähr, ne? Scharf. Na, teilweise habe ich mich auch mal gefragt, wenn ich zwischendurch mal ein bisschen mehr den Rand halten sollte, dass ich dann auch hier diese Funktion nutze, die viele benutzen, ne? Dass dann die Musik dann automatisch lauter wird. Können nur bei einigen Spielen ja Probleme geben, ne? Nicht sowas wie Track Me, ja, was habe ich da? Tony Hawk Spiele, da habe ich ja auch, oder Need for Speed, da habe ich ja auch die originale Musik immer noch drin. Wie gesagt, die Musik gehört zum Spiel, die muss da bleiben. Dann ist ja nur manchmal das Problem, dass, ja, einige sogar gesperrt sind für einige Länder. Ich glaube, ich bin gerade falsch gefahren. Weil zum Beispiel Need for Speed Most Wanted 2012 nachher ist irgendwie Firestarter, glaube ich, drinne von The Prodigy und das muss ich, glaube ich, komplett abschalten, weil das ist so ein Lied, das gibt es nicht mal auf YouTube, glaube ich. Also ist eben komplett gesperrt. Wenn ich rede, soll ich nach links? Ja. Du stehst aber auch nicht, Schweine, ne? Kannst du rechts fahren und dann ist rechts falsch. Multilab. guck mal. Ich bin damals auch einfach nur zurückgefahren, statt das ganze Ding neu zu starten. Bin ich einfach nur zurückgefahren. Dumm. Guck mal, diesmal merke ich mir das aber. Nach links fahren. Sagt er und fährt fast wieder nach rechts. Guck mal, ich bin viel schneller als damals. Glaube ich. Obwohl, ich glaube, die zeigt er mir gar nicht an, die Zeit. Oder richtet er sich nicht nach Silber? Nee, Bronze. Oder sogar tatsächlich nach meinem alten. Wahrscheinlich 218? 257? Doch. Das war mein alter Rekord gewesen, also vor meinem Kambi-Account. Good day. Bei Kamikaze. Okay. Good day. Gestern wollte ich eigentlich auch schon aufnehmen. Aber dann kamen sie. Die scheiß Kopfschmerzen. Ich habe keine Ahnung, warum die auf einmal kamen. Das hat auch so von wegen, will sie verarschen? Ich will seit ein Jahr wieder mal eine blöde Folge aufnehmen und dann kriege ich Kopfschmerzen. Willst du mich verarschen, Körper? Willst du mich verarschen? Heute nicht. Heute schmeiße ich mir eine Kopfschmerztablette rein. Denn ich hatte auch schon wieder diese ganz komischen, sporadischen Kopfschmerzen. Dann sind sie mal da, dann sind sie mal nicht da. Dann sind sie mal da, dann sind sie mal nicht da. Das heißt, ich bin gerade unter Drogeneinfluss. Naja, ich hatte die dann ja so oder so auch bekommen, ne?
bin ja gerade beim Beenden von Mafia 3 und selbst das Spiel konnte ich nicht beenden, weil die Kopfschmerzen so hart waren, dass ich dann irgendwann freiwillig ins Bett gegangen bin. Freiwillig ins Bett gehen? Das muss schon was heißen. Ich bin noch gar nicht müde. The Twin Towers. Au, 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 au. Hallo? So kannst du deine Strecke aber nicht nennen. Zu dem Zeitpunkt war das auch und auf jeden Fall nicht okay, 2005. Da waren die Wunden noch frisch. Oh, scheiße, wo war ich denn gerade hin, ey? Charlie. Oh Mann, jetzt rede ich vom Schlafen und von Müdigkeit. Jetzt bin ich tatsächlich müde. Oh, leck mich am Arsch, ey. Hallo? Nein, das geht doch nicht. Ich habe gesagt, ich nehme mindestens eine Stunde auf. Und eine halbe Stunde müsste ich noch aufnehmen. Scheiße. Ja, ich nehme immer noch sessionmäßig auf, also auf jeden Fall bei Let's Plays. Aber ich sag ja, die Let's Plays werden jetzt weniger, ne? Wird jetzt nur Trackmania sein, das läuft immer noch weiter, so wie es war. Ja, Carbon wird ja auch umgewandelt, beziehungsweise Carbon noch zu Ende geführt, aber Brusti nicht. Ja, und der Rest wird eigentlich auch dann alles Highlight, ne? Oder heißt die anders, keine Ahnung, diese komischen Zerstückelten in Let's Plays. Wo man eben nur was sieht, wenn irgendwas passiert, so ungefähr. Im Spiel oder der Typ an sich irgendwas sagt. Der Typ. Muss ich ja von mir reden. Der Typ. Der Typ da auf Du-Röhre. Genau, schon Urgestein. Urgestein. Ja, aber nicht mit dem Account, ne? Mit dem bin ich ja erst seit 2012 da. Aber mit, ja, sehr gut. Aber mein Hauptaccount, ne? Ja. Den Namen haben wir uns davon gesagt? Ich glaube nicht, oder? Ja, könnt ihr aber schneller selbst rausfinden. Warum wohl? Ich war die ganze Zeit gegen Kambi und wenn man das nachsucht, dann findet man den in meinem anderen YouTube-Kanal. Und der ist alt. Den habe ich, glaube ich, 2000... Oh, habe ich den sogar 2005 hergestellt? Erstellt den Account? Kann sogar sein, tatsächlich. Ich glaube, das war noch bevor Google den Laden aufgekauft hat. Na scheiße, ich bin seit Anfang an dabei. Also ja, nicht seit ganz Anfang an, aber seit Anfang an. Aber den Kanal habe ich auch mehr oder weniger nur so ein bisschen was mal hochgeladen, ne? So ein bisschen Gameplay. Oder, oh Gott. Genau, Montage-Videos nennt sich das ja von Call of Duty oder von Counter-Strike damals, ne? Wo man dann sieht, wie man ganz oft irgendwelche Leute abgeballert hat. Mit irgendwelcher komischen White-Mish, genau. White-Mish? Nein. Nightwish, mein Fresse, jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, wie die heißen, ey. Nightwish, Musik. Master, a dentist. Oh, dein scheiß Ernst, Mann. Die Strecke ist eigentlich so klein und ich rase mal ganz am Ende gegen die Wand. Oder Linkin Park natürlich, ne? Nicht zu vergessen, Linkin Park. Auch so ein Standardlied. In the end, it doesn't really matter. Mann, ich rase mal gegen diese scheiß blöde Lampe. Weiß ich noch immer, damals auf planetvideo.de, glaube ich, hieß die Seite, wo dann die ganzen Counter-Strike-Movies hochgeladen worden sind. Und wenn du dann einfach mal sporadisch irgendwelche davon angeguckt hast, dann hieß es, ja, war ein Linkin Park-Lied da drin gewesen. Und das dann, oh nein. Gar nicht overuse das Lied, nein, überhaupt nicht. Sei nicht schon wieder. Fick dich.